sofort. Ich muss hier mal eben ein bisschen wieder an den Säulen kämpfen. Leute, ich schieße einfach wild da in die Menge. Beziehungsweise ich schieße generell wild rum. Ich glaube, zielen können diese Dinger eh nicht. Also diese, oder zielen diese Hasendinger, diese Speere? Das weiß ich ja gar nicht, ob die da irgendwo speziell drauf abgehen oder ob die einfach nur nach einer gewissen Distanz in den Boden stürzen. Aber die Säule geht zumindest lebenstechnisch langsam runter. Das ist ja schon mal was wert. Dann haben wir zumindest mal eine vielleicht demnächst wieder besiegt von den Dingern. Ich weiß nicht eigentlich gar nicht, ob die andere Säule, ob sich das gemerkt hat, das Spiel, dass wir die ja... Alter. Also ob wir da schon, dass wir da ein bisschen Gegner bekämpft haben, ob das Spiel das noch weiß oder ob das einfach verjährt dann irgendwann. So. Ich hoffe einfach mal, das wird so ungefähr funktionieren. Mein ganzes Unterfangen hier. Au. Die Säule ist runter auf 96 Leben. Also die, der Schild der Säule, sagen wir es so. Die Säule selbst natürlich jetzt nicht. So, auf ihn! Perfekt. So, weg mit euch! Weg mit dir auch vor allem. Du gefällst mir nicht, wenn du mich direkt angreifst. Okay, der Spiritualist wurde auch getötet. Greifen die irgendwie mein Haus an? Diese Gegner der Säule oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, was die da tötet, die Leute. Aber das scheint doch irgendwas bestimmt mit den Säulen zu tun zu haben. Ich habe zumindest sonst keine Erklärung dafür. So, aus der Distanz draufschießen mit diesen Speeren ist, denke ich, immer eine relativ gute Idee. Alter, da werden sie ja immer weiter massakriert. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendeine Seuche scheint alle meine Bewohner irgendwie zu befallen. Alter! Was? Gibt's doch nicht! Wie soll man das alleine schaffen, dieses... der Fuchs liegt da rum. Wie soll man denn alleine gegen diese Säule noch bestehen können? Aber was ist hier los? Hier, der Händler verliert auch Leben ohne Ende. Der Goblin Slayer verliert hier Leben. Und ich weiß nicht, wovon. Hier ist ja nichts. Was, er sieht nur Schaden. Weil was tötet die Bewohner hier? Ich sehe hier absolut nichts, was den Schaden macht, aber trotzdem nehmen sie Schaden. Von irgendwas. Kann doch auch nicht sein.
ist der Goblinster ja auch gestorben an irgendwas. Ich weiß nicht an was. Es steht halt überhaupt keine Todesursache oder sowas dran. Die sterben einfach von selbst. Und nichts würde, sagt mir jetzt irgendwie, woran das liegen könnte. Dieser Sandsturm. Das scheint aber auch wirklich global so zu sein. Egal wo ich hinkomme, irgendwas tötet die Bewohner. Und ich weiß nicht, was das ist. Also, da bin ich wirklich überfragt. Und dann kommen mal neue dazu wieder. Das ist ja schon mal viel wert, wenn wir immerhin neue Bewohner dazu kriegen. Wenn die Alten schon alle sterben ohne Grund. Der Fuchs, was macht der denn eigentlich? 102 Nahkampfschaden, na gut, das ist jetzt wirklich die harte Waffe schlechthin. Die stelle ich mir dann noch ein bisschen anders nochmal vor. Aber es ist immerhin ein anderer. Ah ja, die Säule scheint sich gemerkt zu haben, dass wir schon einen Großteil platt gemacht haben. Ja, was? Warum kann ich den nicht angreifen? Hier, Drache, kämpf mal gegen den da oben, der lässt sich irgendwie nicht besiegen. Na, jetzt geht's irgendwie. Das war ja merkwürdig. Ja, weg mit dieser Pflanze, weg mit der Schildkröte. Ich muss hier reinschleudern. Ja, diese fliegenden Dinger sind schlimm, weil irgendwie greift er die nicht richtig an. Zumindest habe ich das Gefühl, er greift sie nicht richtig an. Alter. Das gibt's doch nicht, dass die hier mir Schaden machen. Oh, wir haben einen neuen Tavernenwirt. So. Fort mit euch allen. Ihr, auch ihr Dschungelwesen, ihr seid mir ganz suspekt. Die auch gleich dann von hinten immer noch ankommen. Das finde ich ja ganz merkwürdig immer. Kommen die da überhaupt hin? Au. Ja, aber die Sonnensäule selbst, wenn ich hier weiter so am Rand immer nur gegen sie kämpfe, da kriege ich sie immerhin runtergezockt. Muss ich quasi nur noch da einmal rein, wenn sie dann tot ist sozusagen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Säulen zu bekämpfen. Ja, aber das geht auch eigentlich nur dank des Hasenstabs. Ich glaube, ansonsten wäre das gar nicht möglich ohne weiteres. Zumindest gehe ich davon aus, weil ich wüsste nicht, wie ich das sonst schaffen würde, wenn ich allerhöchstens ansonsten... Jetzt haben sie den Luca umgebracht. Weg ist das.35 Leben hat sie noch. Und doch ganz schön runtergekriegt immerhin mittlerweile. Da hat sich Terraria minimiert aus irgendeinem Grund.
Ja. Aber ob das jetzt so wirklich die gewollte Strategie ist, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber es ist mir eigentlich egal. So, wie weit haben sie jetzt? 26 Leben haben sie noch. Also zumindest teilweise scheint die Lanze ja wirklich zu zielen auf die Gegner. Aber auch wirklich nur teilweise. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Was ist denn da los, sag mal? Ich bin wirklich überfragt, was da passiert. Das an der Sonnensäule, der liegt jetzt an der anderen Säule, weil es hat angefangen ja als die andere Säule, die ich die angegriffen habe. Da irgendwie die Säulen irgendwie so psychologisch irgendwas mit meinen Bewohnern machen, dass die wahnsinnig macht. Ich weiß auch nicht. Hier, Drache, kannst du mal diesen komischen Feuerwurm da oben bekämpfen? Den kann ich nämlich irgendwie nicht angreifen. Jetzt kann ich ihn angreifen. So, 10 hat sie noch. So, weg damit. Wir sind, haben sie auf 7 runtergekriegt. Auf 5 haben wir sie sogar runtergekriegt. Jetzt geht es um die Säule selbst. Aber wie kommen wir da am besten hin? Alter. Ah! Alter, das gibt's doch nicht. Wie soll man die denn bekämpfen, diese Säule? Oh. Habe ich sie getötet? Ich glaube, ich habe sie umgebracht, die Säule. Ja, Tatsache. Da habe ich sie tatsächlich im Tod noch mitgerissen. Dann bleiben nur noch 2 Säulen übrig. Und damit haben wir tatsächlich eine weitere Säule ganz im Alleingang platt gemacht, was wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass das möglich wäre bei meinem Skill, der nicht existent ist. Aber irgendwie unser Haus ist doch ziemlich leer mittlerweile, weil sie alle umgebracht wurden von irgendwas. Und auch weiter umgebracht werden, wie es aussieht. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Da müsste ich mal mich erkundigen, woran sowas liegen könnte. Ob das an den Säulen liegt oder an was das genau jetzt, wer da genau Schuld hat. Mensch, hier oben haben wir noch eine Dryade. Es ist einfach schlimm. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, den Lehm haben wir auch nicht gefunden, den wir gesucht hatten. Da bin ich irgendwie überhaupt nicht weitergekommen, hier geht's irgendwie rein noch. Aber jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde immerhin an dieser Aufnahme sind, ich das Ganze heute auch noch irgendwann rausbringen muss, also zumindest die, die eine Folge von dem, was ich hier aufgenommen habe, würde ich fast sagen. Beende ich jetzt auch wieder mal diese Aufnahme. Das war dann wieder eine etwas kürzere Aufnahme nur, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Der Waffenhändler, den haben sie auch umgebracht. Was ist denn das? Ich muss mich da wirklich mal erkundigen, warum hier einfach die Bewohner sterben wie sonst was. Weil ich habe da absolut keine Idee. Ich mache gerade nochmal den Hasen.
Drache. Ich will ja den Hasen nicht ganz alleine platt machen müssen. Das fände ich nämlich nicht so gut. Aber das muss ich ja offenbar auch nicht, weil der Drache ja jetzt da ist und das hoffentlich, glaube ich, erledigt. Ja, aber der Hase, der ist eigentlich nach wie vor keine wirkliche Herausforderung. Den kann ich auch jedes Mal immer wieder so leicht machen mit dieser Taktik, die eigentlich ganz gut funktioniert. Aber nun, da haben wir ihn schon wieder platt gemacht. Und haben keinen Platz, aber da ist ja ranzukommen, dann lege ich gerade noch Zeug ab und dann beende ich aber auch wirklich die Aufnahme. So, einmal alles abgelegt, dann den Sack nehmen, gucken, was drin ist. Ah ja, das ist drin, da haben wir zum Beispiel die Venom-Maske. Ich weiß nicht, ob die aus dem Hasen stammt oder wo die herkommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's jetzt aber mit dieser Aufnahme. Tschüss!